Willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich gehe wieder auf eine Modenschau und ja, ich freue mich schon. Nein, seht euch das an. Das sind meine Bean Bottles, Jelly Beans, und die sind jetzt alle hier drin. Okay, ich mache jetzt einen Live-Test aus der Tasche. Ich werde jetzt irgendwie einen Jelly Bean nehmen. Und zwar ist das entweder Baby Wipes, also Windeln, oder Kokos. Und es ist Kokos. Gott sei Dank. So, ich bin jetzt fertig mit Hausaufgaben und dem Ganzen und ich ziehe mich gerade um. Ich ziehe dieses Kleid höchstwahrscheinlich an, das ist von Topshop. Und ich finde es ohne Strumpfhose auf jeden Fall irgendwie cooler, aber das lässt das Wetter natürlich nicht zu. Und ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, welche Schuhe ich anziehen soll. Ich hatte eigentlich die hier gedacht. Die mag ich eigentlich voll gern. Ich bin jetzt fertig. Ja, ich fand es heute irgendwie besonders schwer, meine Haare zu glätten, weil da immer wieder ich Strähnen gefunden haben, die denken, sie sind was Besseres. Hallo? Hi! Wir sind jetzt da drin, aber es ist sehr laut. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Bei Vapiano. Lecker. Und was habe ich wieder zu essen? Ich glaube, ich habe dasselbe, wie was ich im letzten Vlog habe, oder? Ja. Ganz kreativ. Das ist gut. Genau. Und ich fand die Show richtig gut. Ich war schon auf mehreren von der AMD. Und ich fand die eigentlich mit einer der besten, die ich so je gesehen habe, sage ich mal. Und ja, genau. Hallo, ich habe mir gedacht, ich vlogge heute mal kurz für euch, und zwar habe ich euch etwas zu berichten und ich weiß gerade nicht, wie viel dort ist, aber ich muss euch unbedingt etwas zeigen. Das ist der Quentin, der ist jetzt gerade 4 Tage bei uns und ja, das ist unser neuer Hund. Was heißt neuer? Also ich hatte noch nie einen Hund, aber das ist ein Zwerg-Rauhaar-Dackel und er ist 8 Wochen alt im Moment. Oder von 9. Also auf jeden Fall zwischen 8 und 9. Und ich würde mal sagen, danach bin ich wirklich abgehärtet. Aua, aua, was ist los? Oh. Und es tut wirklich weh, weil er hat wirklich schon ziemlich spitze Zähne, würde ich sagen. Braucht, also wie gesagt, wir haben den ja jetzt auch erst seit ein paar Tagen. Okay. Ah, ah. Lass los! Quentin, lass los! Hier. Also falls ihr auf jeden Fall Fragen über ihn habt oder so, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann werde ich die beantworten. Hallo! Also heute gehen wir auf ein Troye Sivan Konzert, auf das Troye Sivan Konzert. Und davor gehen wir noch was essen. Und ja, ich freue mich voll. Oh. Ja, wir sind jetzt gerade noch in München, in der Innenstadt, aber heute ist Feiertag, deswegen haben keine Läden offen. Shit. Momentan sind wirklich alle krank. Guck mal, meine Brille. Oh, die ist struggling. Das ist so eine Brille. Sieht aus wie Bob Marley. Hat der so eine Brille? John Lennon. John Lennon. Ja. Wo sind Paulina und Emily? Nein, das sind sie nicht. Wollt ihr uns verarschen? Hallo. Hallo. Oh, es war schönes Licht. Sind die plötzlich alle ganz leise? Wieso sagt niemand mehr? Sollen wir noch was sagen? Schau mal, wie schön das Licht. Naja, okay, ohne so ein Brille sieht es nicht mehr so geil aus. Hm? Warte mal, ich glaube, kann einer von mir dann mal schnell so ein Foto machen? Klar. Von dir? Ja, please. Wir sind jetzt im Konzert, aber es geht nur nicht los. Und es sind ein paar viele Leute da. Und nein. Das ist die Kamera, aber die leuchtet hier. Ja, dass sie aufnimmt. Access!
trust myself, free and my love. I brought a few of fantasy and deal with this alone. I wanna see that it's you. Heute ist der nächste Tag. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Schule. Ja, ich habe irgendwie keine Lust. Wer hat Lust auf Schule? Ich nicht. Aber ich fand das Konzert echt cool. Und die Vorband, ich weiß nicht, ob ich die jetzt gefilmt habe. Ich weiß es echt nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall, die Vorband war Astrid S. Und oh mein Gott, die war echt cool. Ich muss mal echt nachschauen, wie viel Uhr es ist. Ich habe mich gerade voll verfahren auf meinem eigenen Schulweg. Und deswegen muss ich echt mal gucken. Okay, ich habe genau noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, würde ich schaffen. Okay, wir sehen uns